gelandet. Auf meiner Palette. Tja, meine kleinen Schlümpfe. Ich glaube, wir sind in den Steppen Osteuropas gelandet. Oh Mann, der letzte Sprung war nicht von schlechten Eltern. Bon voyage, wo immer wir auch sind. Es ist mit Sicherheit der ideale Ort für mein neues Meisterwerk. Neues, altes, wo ist der Unterschied, Mann? Alle deine Meisterwerke sehen völlig gleich aus. Reg dich nicht auf, Toulouse. Deine Bilder sehen vielleicht alle gleich aus, aber mir gefallen sie sehr. Ich finde sie ebenfalls schön. Oh, ich bin der Ansicht, dass dieses neue Meisterwerk außerordentlich interessant aussieht. Interessant? Ich werde hier durch nichts inspiriert, deshalb verschwinde ich jetzt und suche mir eine entsprechende Anregung. Ich werde meinem Pinsel die Flötentöne schon noch beibringen. Wäre es nicht besser, du würdest ihm lieber das Malen beibringen? Meine Güte, bist du eine Mimose. Ich hoffe, unser bescheidenes Fest hat euch und eurer Tochter ein wenig Freude bereitet, mein Zar. Sehr nett, lieber Potschki, aber weißt du, ich bin eigentlich aus einem ganz anderen Grund in euer Dorf Blini gekommen. Richtig. Wo ist der außergewöhnliche Maler Ivan Ivanovich und wo sind seine wunderbaren Meisterwerke? Hier bin ich, Prinzessin Blinzes. Und mein Huhn Kiew habe ich auch mitgebracht. Hast du denn gar kein Geschenk für mich, Ivan Ivanovich? Wenn ich mich nicht irre, seid ihr doch nur deswegen gekommen, Zar Peter. Ich kann es nicht glauben. Der Zar nimmt Geschenke von diesem lächerlichen Maler an. Dabei war ich, der Magier Gargovitsch, einmal der Auserwählte des Zaren und seiner wunderschönen Tochter. Und Geschenke nahm sie ausschließlich von mir an. Großartig, du hast es wieder mal geschafft, Ivan. Ach ja, Ivan, auch dieses Ei hast du wieder außergewöhnlich schön bemalt mit Farben, die nie auslaufen oder verblassen. Und du weißt ja, Ivan, dass dein Dorf wie immer dafür reichlich belohnt wird. Hurra! Ach, Fleur de Mal, die Schlümpfe würden große Kunst nicht mal erkennen, wenn man sie ihnen um die Ohren schlägt. Hurra! Alle hoch auf Ivan Ivanovich, den allerbesten Maler der ganzen Welt! Oh, den besten Maler der ganzen Welt, Chateau Lafitte, den muss ich kennenlernen. Für dein wunderschönes Geschenk, Ivan Ivanovich, soll das Dorf Blini von mir, wie auch schon früher, äußerst großzügig belohnt werden. Oh, in der Tat, äußerst großzügig, mein Zar. Die Einwohner von Blini danken euch zutiefst, Euer Majestät. Das bemalte Ei ist wirklich ein Meisterwerk. C'est magnifique, c'est avant-garde, c'est... Sag mir, dass das nicht wahr ist, Asrailovich. Der Zar ist übergeschnappt wegen dieses lächerlich angepinselten Eis. Doch mein Zauberstab wird sich jetzt um diesen Emporkömmling Ivan kümmern. Ich schwöre dir, dass dies das letzte Ei war, das dieser anmaßende kleine Mann bemalt hat. So, jetzt zerstöre ich das Talent dieses Angebers. Mein Vater hat dir seine Dankbarkeit für das Geschenk schon erwiesen, Ivan. Ich bedanke mich jetzt auf meine Art. Oh, vielen, vielen Dank. Wirklich gern geschehen, hochverehrte Prinzessin. Meine Tochter und ich möchten, dass du ein neues Ei bemalst. Wir werden es gleich morgen früh bei dir abholen. Gut, wie euer Gnaden wünschen, Zar Peter. Wir dürfen keine Minute verlieren. Komm, Kiew, wir müssen ein Ei bemalen. Und ich muss nichts weiter als aufpassen, wie er das macht. Also, Kiew, sind deine Hühnerbeinchen bereit, zu meiner Melodie zu tanzen? Und eins, und zwei, und... Kiev, the magic chicken, I love your magic egg. Hey, with you, the town of Blini will never have to beg. Hey! Maldetät! Dieser Maler hat nicht nur einen Vogel, nein, er tanzt auch noch mit ihm! Nun mach schon, Kiev, du schaffst es schon! Kiev, the magic chicken, let's lift your little leg. Oh, Coco, wow, was passiert denn jetzt? Kiev, the magic chicken, lay a bed, egg, hey!
Kohle legt. Komm, und Braja. Oh, wartet nur, ihr zwei, bis ich das den Schlümpfen erzähle. Und pfst. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Was? Oh. Papa Schlumpf, du wirst es nicht glauben! Ich war in der Stadt und da habe ich gesehen, wie ein Zauberhuhn ein Ei gelegt hat, das wunderschön bemalt war und ich... Ja, ja, ich bin sicher, dass das alles für dich äußerst interessant ist, du Lucy. Ich wollte sagen, inspirierend. Doch leider muss ich jetzt unsere Kristalle zusammensetzen. Belle de jour, ich werde beweisen, dass meine Geschichte wahr ist. Würdest du mit mir in die Stadt kommen, Schlumpfine? Natürlich, Toulouse, wenn du es möchtest, gerne. Was für ein außergewöhnlich schöner Tag, für mich jedenfalls. Wenn Ivan mit leeren Händen erscheint, bin ich schon zur Stelle, um die Zarin und die Prinzessin mit meinem Geschenk zu erfreuen. Und welche Prinzessin könnte schon diesem anbetungswürdigen Spielzeug widerstehen? Ich nenne ihn einfach den Zauberer zum Aufziehen. Prinzessin Blinzes, dein Haar ist so golden wie im Winde wogender Winterweizen. Wollen wir uns mal treffen, Süße? Oh, ist der nicht entzückend? Oh. Aha, der Zar ist eingetroffen. Komm, Asaelovic! Ah! Also, Ivan, hast du uns wieder was Schönes mitgebracht? Nun, ich hoffe, das hier wird euch erfreuen, Majestät. Oh! Ein Hoch auf Ivan, Ivan! Himmlisch! Hör mal, Toulouse, du hattest völlig recht. Ich habe noch nie im Leben etwas gesehen, was so schlumpfig ist. Was ist das? Ich kann es einfach nicht glauben. Mein Zauberstab müsste diesen Sonntagsmaler eigentlich vernichtet haben. Aber irgendwie ist es ihm gelungen, noch so ein verdammtes Ei herzustellen. Doch ich lasse mich von ihm nicht runterkriegen. Ich sorge dafür, dass Ivan den Kampf verliert. Macht nichts, wir kommen morgen noch mal wieder, dann schenkst du uns ein neues Ei, Ivan. Du entzückender kleiner Kunsthandwerker, du. Ja, tut mir leid wegen des Eis, Majestät, aber ich fange sofort damit an, ein neues zu bemalen. Ah! Kommt hierher! Wir müssen uns verstecken, Asaelovic! Wirklich leid, dass du dieses Mal die doppelte Arbeit hast, Kiew. Meinst du, dass du bis morgen früh noch ein bemaltes Ei zustande bringen könntest? Jetzt verstehe ich. Das verdammte Huhn steckt hinter dem Geheimnis der bunten Eier. Warte nur, gleich nehme ich diesem dummen Huhn die Fähigkeit, Eier zu bemalen. Kiev, the magic chicken, I love your magic eggs. With you, the town of Blinny will never have to beg, hey! Du hast absolut schlumpflich recht, Toulouse. Ivan tanzt ja wirklich mit dem Hütchen und doch mehr, das Huhn führt beim Tanz. Kiev, the magic chicken, please lift your little leg. Oh, meine Güte, da passiert tatsächlich was! Kiev, the magic chicken, lay a painted egg. Kiev, geht es dir auch gut? Oh nein, es ist ein normales weißes Ei und nur von mittlerer Größe. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir werden alles verlieren. Oh, Toulouse, das ist ja so traurig. Ich weiß, Schlupfine, doch es gibt was, das wir tun können. Ah!
Kiew, ist alles in Ordnung? Komm ihm bloß nicht zu nahe, du kleiner Kobold. Kobold? Sacre Blujin! Soll das heißen, dass ich wie ein hässlicher, dreckiger Kobold aussehe? Du bist also nicht schuld daran, dass es kein buntes Ei ist? So ist es. Wir haben dein Zauberei nicht verzaubert. Wir wollten euch nur helfen. Das ist unmöglich. Es gibt nämlich nur einen Weg, um einem Zauberhühnchen zu helfen. Wir können es nicht, aber wir kennen jemanden, der es kann. Lass mich mal unter deinen Flügel sehen. Steck deine Zunge raus. Ja, so ist gut. So, und nun hüpf auf einem Bein hoch und runter und gacker wie ein Hühnchen. Aha, genau das, was ich mir schon dachte. Das Ergebnis der Untersuchung lautet, das Hühnchen steht unter einem bösen Zauber. Aber kannst du den Zauber brechen, Papa Schlumpf? Ich denke schon, doch dazu benötige ich ein paar Schlümpfe, die mir beim Sammeln der Kräuter helfen, die ich für den Gegenzauber brauche. Nimm mich dazu! Toll! Oh ja, mich auch! Hurra! Aber was wird mit dem Zaren und der Prinzessin? Sie erwarten, dass das bemalte Ei morgen früh fertig ist. Mach dir keine Sorgen, ich male das Ei an! Das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Endlich kann ich mein großes Talent unter Beweis stellen. Es hat zwar die ganze Nacht gedauert, aber hier ist die letzte Zutat, die ich für das Gegenmittel brauche. Mit ein bisschen gemeinsamer Schlumpfarbeit holen wir uns in Windeseile ein paar Blätter von der gelben Marguerite herunter. Oh, du verlauster Flohball! Du hast bestimmt eine schlechte Nachricht, wenn du mich so aufwächst. Hey, was macht ihr blauen Käfer da mit meinen Margaritenblättern? Wieso? Wir versuchen nur einem armen Hühnchen, das man verzaubert hat, zu helfen. Es handelt sich doch nicht zufällig um das Hühnchen von Ivan Ivanovich, oder? Ja, das ist schon richtig. Verwandeln diese blauen Pestbeulen in kleine blaue Eier. Ach, herrje, ich hol schnell Hilfe! Die sind ja viel schöner als die, die Kiew gelegt hat. Und dank meiner schlumpfigen Malomatik kann Tulusi gleich drei Eier gleichzeitig anmalen. Ich bin jetzt fix und fertig, aber ich bin fertig. Und kein Moment zu früh, Kiew. Unser Zar ist gerade im Dorf eingetroffen. Komm! Wenn ich zurück bin, werde ich mich bei euch allen für die ausgezeichnete Arbeit bedanken. Bist du ganz sicher, dass Ivan Ivanovich nicht kommt, Gargovic? Ich bin ganz sicher, heute wird er euch kein bemaltes Ei bringen, Hoheit. Aber wer braucht diese Spatzenhirn denn schon? Meine Geschenke sind sowieso viel schöner als Ivans. Nett. Ah. Entschuldigt bitte, dass ich erst jetzt komme. Es hat leider etwas länger gedauert als sonst. Dafür schenke ich euch aber dieses Mal drei Eier. Oh. Drei Eier. Ich muss schon sagen, du hast dich selbst übertroffen. Von allen Eiern, die du bemalt hast, sind das die schönsten. Ein Hoch auf Ivan Ivanovich, den besten Maler der ganzen Welt. Hurra! Ach, Ivan muss bestimmt noch ein zweites magisches Hühnchen in seiner Hütte haben. Aber den Vogel schalte ich ebenfalls aus. Hurra! Ein Hoch auf den besten Maler der Welt. Hurra! Der betörende Klang des Erfolgs für einen Künstler. Du solltest dich jetzt aber verbeugen. Du hast es verdient. Ja, du hast die drei Eier so bemalt, dass der Zar den Unterschied nie merkt. Sieh einer an, ihr kleinen Babuschkas habt meinem Rivalen Ivan geholfen, hä? Das finde ich nicht sehr gut. Schlumpf, du mein Leben! Das macht Spaß. Trotzdem kann ich mit den blauen Käfern keine Zeit mehr verschwenden. Los jetzt, Zauberstab! Es wird langsam Zeit, die Regenwolken herabzubeschwören.
das schon wieder für eine Teufelei? Vater, sieh doch die Eier, sie verlieren ihre Farbe. So, wir haben also falsche Eier. Oh, das lässt den Bosch in mir hochkochen. Wachen, schnappt sie euch. Nein, nicht doch. Oh, mein kostbares Meisterwerk ruiniert. Gibt es doch etwas Schlimmeres auf der Welt? Hey, ihr Schlümpfe, Hilfe! Ein böser Zauberer hat Papa Schlumpf und die anderen in Eier verwandelt. Es gibt doch noch was Schlimmeres. Bist du sicher, dass dein Plan klappen wird, Tulusi? Zu spät, wir können sowieso nicht mehr zurück. Sie kommen. Oh, was ist das heute nur für ein furchtbarer Tag. Jedenfalls für Ivan. Asrailovic, du verlaustes Katzenvieh. Was soll... Sieh mal eine an, was haben wir denn da? Ach nein, ihr kleinen bösartigen Käfer habt wohl die Absicht gehabt, eure Freunde zu retten, hä? Nun, der Schuss geht aber nach hinten los. Hey, das sind ja gar nicht die echten blauen Käfer. Und jetzt, Mesami, springt! Wir den Zauberstab! Aber wie zaubert man denn mit dem Ding? Oh, das werde ich euch gleich zeigen. Gut gemacht, meine Schlümpfe! Das war eine Idee von Tulusi, Papa Schlumpf. Die falschen Schlümpfe haben den bösen Gargovic völlig ausgetreten. Danke, Schlumpfine. Aber jetzt müssen wir noch den armen Ivan und sein tanzendes Hühnchen aus dem Käfig des Zaren befreien. Aber, Eure Majestät, ich bin sicher, dass Ivan nicht die Absicht hatte... Sei endlich still, Potschki. Ivan hat versucht, mich zu betrügen und das wird der Kerl mir nun büßen. Das Hühnchen ist jetzt bratfertig, Majestät. Du Vollidiot, es soll doch nicht braten, sondern kochen. Dann bekommt es mir besser. Ihr habt es gehört, Männer. Ein Hühnchen für das Hühnerfrikassee. Kiew! Oh nein, das alles ist bloß meine Schuld. Kiew! 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 Psst, Ivan! Verlier nicht den Mut! Tulusi, Schlumpf, mein Gott, bin ich froh, dich zu sehen. Sie wollen die arme Kiew kochen und... Keine Angst, wir haben den faulen Apfel Gargovic in das verfaulte Ei gezaubert. Seine magische Kraft über Kiew ist gebrochen. Und als nächstes wollen wir dich befreien, Ivan. Ach nein, was haben wir denn hier, hä? Das ist ja unglaublich. Was sind das für kleine blaue Tiere? Poulet Flambé! Wenn ihr dieses Hühnchen kocht, macht ihr einen entsetzlichen Fehler! Lasst Ivan gehen, Majestät, und ihr bekommt das schönste Ei, das ihr je gesehen habt. Lasst ihn frei! Aber die Musik, ich habe meine Ziehharmonika nicht hier. Dann müssen wir eben improvisieren. Los, meine kleinen Schlümpfe! Kiev's magic chicken, we love your magic eggs! Hey! With you, the town of Queenie, we'll never have to beg. Hey, Kiev, the magic chicken, please lift your little leg. Sieh doch mal, Prinzessin Glinzes, sieh doch mal, wie das Hühnchen tanzt. The magic chicken lay a big egg. Oh! 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 Ivan, aber warum hast du uns denn nie gesagt, dass dein Hühnchen die Eier legt? Ich hatte große Angst, dass man mir Kiew stehlen könnte, wenn die Wahrheit ans Licht käme, Hoheit. Und das hätte ich nicht überlebt. Schließlich ist Kiew das Einzige auf der Welt, das zu mir gehört. Von nun an nicht mehr, mein teurer Sohn. Oh, hast du das gehört, mein entzückender kleiner Prinzgemahl? Oh, toujours amour! Ich habe noch nie ein hübscheres Bild gesehen. Und darf ich euch jetzt Schwiegervater nennen?
Naja, ich finde, wir sollten nichts überstürzen. Also, wo sind die kleinen Blauen? Sie sind verschwunden. Ivan, weißt du, wer diese klitzekleinen Wesen waren? Ich weiß es nicht genau. Ich wünschte mir nur, ich hätte die Möglichkeit, diesem außergewöhnlichen Maler und seinen Freunden zu danken. Siehst du, Toulouse, diese Reise hat bewiesen, dass du einer der größten Künstler aller Zeiten bist. Tut mir nur sehr leid für dich, dass du keins von diesen bemalten Eiern behalten konntest. Au contraire! Das hier ist Kiews Abschiedsgeschenk. Nur für mich.